Willkommen zurück zu Kirby's Adventure und dem letzten Secret Level von der vorletzten Welt. Was ich euch... Power-Up. Kriege ich das bitte wieder? Dankeschön. Und mit dem letzten Secret Exit aus der vorletzten Welt, was ich euch in der letzten Folge nicht mehr zeigen konnte, da die Folge etwas zu lang war und ich dachte mir, ich pack's dann noch in dieser Folge rein. Diese Folge wird entweder die vorletzte oder die letzte Folge, kommt ihr halt drauf an, wie lange ich jetzt Zeit gebe. So, hier muss man nämlich runter nach links. Und dann kann man hier links einfach, ja, hier durchdashen. Man braucht sogar den Feuerball. Ich hätte es mit dem normalen Feuer nicht machen können, das wusste ich nicht. Aber ja, dann ist hier einfach der Knopf. Und dann haben wir es einfach schon freigeschaltet. Und zwar ist es der Warpstar. Den haben wir nämlich noch nicht gesehen. Und damit haben wir fast alle Warpstars. Es gibt nur noch einen. So, Exit Stage. Haben sie schon freigeschaltet. So, und der Boss dieser Welt ist... Meta Knight. Yeah. So, das ist der finale Showdown gegen Meta Knight. Werdet ihr euch noch erinnern können, im letzten Level, was ich euch gerade gezeigt habe, am Ende des Levels, hatten wir einen Showdown gegen Meta Knights Enemies. Und jetzt... gibt es einen Schwertkampf gegen ihn. Gegen den einzig wahren Meta Knight. Er ist wirklich schwer. Hier verliert man zumindest ein Item, soweit ich weiß nicht. Man muss auch mit einem Schwert kämpfen, soweit ich weiß. Also man muss das Schwert nehmen, damit der Kampf überhaupt anfängt. Es ist ein wirklicher Schwertkampf. So, aber einfach rauf, glaube ich, geht einfach, weil da bleibt meistens immer stehen. Manchmal greift er nur ein und das war's. Das war nicht schwer. Und jetzt! Er ist in Wahrheit ein schwarzer Kirby. Oh mein Gott, ein großes Rätsel gelüftet. Yeah. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich weiß es, glaube ich, schon jeder. Level 7 Rainbow Resort. Warum auch immer der Rainbow gerade nicht rumbackt. Weiß nicht, ob das normal ist, aber... Hey! Kirby ist endlich mal happy in diesen Cutscenes. Immerhin. Cool. Yeah, und hier sind wir in der letzten Welt. An dem Brunnen. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Brunnen. Und hier in dem ersten Level gibt es nochmal einen Secret Exit. In den letzten Secret Exits. Oh, das Level ist ein wirklich langes Level. Daran kann ich mich noch erinnern, dass es ein wirklich langes Level war. Dun, 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 dun. Ich kann mal ein paar Kombos machen, wenn man Bock hat. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Oh, hier, das ist cool. Okay, man One-Up für. Okay. So, und das ist der lange Part von dem Level. Und hier weiß ich da unten. Da unten, dieser Spark-Typ. Der gibt einen. Oder mit dem ist es auf jeden Fall einfacher, weil man muss jetzt hier durchbahnen. Eigentlich ganz cool die Idee, finde ich. So, da hat es aufhört. Und dann zack. So, hier rechts gibt es einen Gegner. Den müssen wir auch noch aus seiner Wand rausholen. Denn der gibt es auch noch eine sehr wichtige Fähigkeit, die wir brauchen, um den Secret Exit zu finden. June. Denn es gibt manche Blöcke, die wir jetzt sehen werden. Bam! Die man einfach so kaputt machen kann. So, und den brauchen wir gleich auch noch. Weil hier gibt es auch noch was. Oh, hier gibt es auch noch was. Was denn? Hm? Man kann ja. Okay. Keine Ahnung. Aber hier gibt es irgendwo ganz rechts. Genau hier. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt respawnt der Gegner wieder. Den wir beide auch gleich einnehmen müssen, den da. Das ist der Feuerball-Gegner, soweit ich weiß. Der gibt uns... Hier, okay. Ich erkläre es euch. Die erstmal killen. Hier oben. Den Weg frei bahnen. Sofort angreifen. Das ist etwas schwer, die Passage hier. Aber ich habe es geschafft. So, man sieht... Hier geht es gar nicht weiter. Also, was macht man? Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt den hier. Wir warten, bis er kommt. Und saugen ihn ein. Fireball. So, und damit können wir jetzt hier durchcrashen. Ja, das hat mich auch sehr lange für gebraucht. Und das rauszufinden. Also nicht herauszufinden, ich habe es schon geahnt, aber um das halt so wirklich zu schaffen. Ja. Ich habe mich irgendwie immer und immer wieder treffen lassen. Ja. Sad Story, ich weiß. So, wie komme ich jetzt durch? Ah, einfach unten kaputt machen. Alright. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was soll ich machen? Ich will blauer Kirby sein. Leute, blauer Kirby ist wieder da. Runter mit dir.
Der blaue Kirby ist wieder da. Juhu! Okay, okay. Aber ich glaube, wir haben bisher schon jede einzelne Fähigkeit gesehen, die es in diesem Spiel gibt. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube schon. Und jetzt ist Ende des Levels. Cool. Zack. Nice. Ach, schade, ich hatte Kick Dolls. Wollt mich schon richtig cool fühlen. Aber das tue ich nicht. Noch nicht. So. Kranspiel. Letztes Mal. Da. Jetzt gehe ich Full House. Nur auf die fetten Oschis. Oh Gott, das ist... Oh mein Gott. Oh, den Sprite haben wir noch nie gesehen. Egal, ich kann euch einen neuen Sprite zeigen von dem fetten Kirby. Immerhin etwas. Was? Okay, der Kran... Cooler Kran. Cool. Das ist aber echt so. Das ist so ein komischer Bug, wenn ich... Manchmal ist es so, dass... Man darf nicht zu früh A drücken, weil sonst buggt das irgendwie rum. No bonus. Mir doch egal, du backst rum, blödes Spiel. Ihr wisst, ich bin gut darin. Hoffentlich wisst ihr das. Ich bin gut drin, okay, lass mich. Oh. Keine Musik. Was hat das zu bedeuten? Wir müssen diesen Turm erklimmen. Ich wollte gerade nach oben gucken, ob da ein unsichtbarer Fragezeichenblock ist. Was ist los bei mir? Ah, zu viel Mario Maker. Apropos Mario Maker. Ist das nächste Let's Play? Nach Kirby. Nur so als kleiner Spoiler. Ah, das ist ein Boss Rush. Oh, cool. Den Bomberhahn hier haben wir. Den nehmen wir. Und jetzt können wir Crash. Ah, das ist so eine One-Hit-Attacke, glaube ich. Ah ja, an das Level erinnere ich mich. Wir climben jetzt wirklich den Turm. So ein Bosch-Rush. Und jetzt bam, 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 bam. Stirb. Nice. So, und dafür kriegen wir Mike. Also mich. Nein, natürlich das Mikrofon. Und weiter geht's. Ja, ich brauch den nicht. Keine Ahnung. Ich will meinen Mike haben. Nächster Kostkampf. Ja, ihr wisst schon, ihr seht schon, die sind nicht schwer. Komm, ich will Hammer. Nein! Schade. Deine Bomben, deine Bomben, deine Bomben! Bam! Hammer Time! Let's go! Oh, ich fliege immer. Aber ihr seht schon, die Räume werden immer kleiner und kleiner und kleiner. Also das jetzt hier nicht, diese Räume, die meine ich jetzt nicht. Ich meine die Räume zu den anderen Bössen. Die werden immer... Ja. So, den Flow. Oh, das war dumm, weil den Flow kann ich auch gar nicht benutzen gegen den Boss, oder? Oh Gott, das war glaube ich dumm. Ja, das war dumm. Dann kann ich ihn zumindest benutzen, um ihn anzugreifen. Oh Gott, ich bin gesprungen, ich schwöre es euch. Was machst du? Nein, ich dachte, er macht Käfer raussenden. Jetzt macht das erst, ja. Bam, jetzt haben wir ihn. Backdrop können wir auch nicht benutzen, aber ich mag das Artwork unten. Mit dem Kirby, der so wütend ist. Yeah. Oh nein, nicht der Löwe. Aber den habe ich mittlerweile besser raus, muss ich zugeben. Weil ich musste ja üben, wegen... Ich brauche ja das Power-Up von ihm, den Feuerball, wegen den Secret Exits in der letzten Welt. Und deshalb kann ich den jetzt etwas besser. Aber etwas heißt nicht, dass ich ihn kann. Nein, 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 nein. Nein. Leider noch nicht. Warum mache ich das gerade? War Optik sehr, was ich gemacht habe. Oh Gott, Hilfe. Spring nochmal gegen mich. Na komm. Yes, nice. Idiot! Da ist er tot. Kriegen seine Feuerball. Und da sind wir am Ziel. Wir sind ganz oben angekommen. Fliegen raus. Weg und davon. Ab zum Brunnen. Doch. Noch ist es nicht zu Ende. Der Hintergrund ist echt schön. Das ist echt schön hier. Ich hätte vielleicht den Schwerthalm nehmen sollen.
Das wäre vielleicht schlau gewesen. Level 3. Wir haben noch Zeit. Okay. Ach so, by the way. Jedes Mal, wenn man eine Fähigkeit hat, bei jeder Fähigkeit steht hier beim Pause-Menü, seht ihr da, steht was anderes da. Das erklärt so in etwa, so eine Kurzfassung, wie, was diese Fähigkeit macht. Gut, man braucht da jetzt auch nicht viel erklären, so, ne, aber ihr wisst schon, was ich damit sagen will. So, den dürfen wir auf gar keinen Fall runterschlucken, den Typen. Den aber schon. Weil sonst schläft Kirby ein, das wollen wir nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein, Schwerti. Ich habe mein Schwert gerade kaputt gemacht. Ich bin schlau. Oh yeah. Ich habe einen 400er IQ. Ich werde sterben. Hoffe ich aber nicht. Okay, alles noch gut. Man kann einfach durchrennen. Okay, cool. Was, Meta Knight ist wieder da? Er hilft uns. Blauer Kirby ist wieder da. Hyper habe ich. Wegen dem Lolli. Das ist ein Hyper-Effekt anscheinend. So heißt es im Game. Alright. Und da ist er weg. So, da müssen wir aufpassen, weil die Regenschirme verfolgen einen trotzdem noch. Ja, die sind, das sind böse Gegner. Die sind stark sogar. Schnell ziehen. Okay. Okay. Yeah. Vielleicht haben wir sogar das Spiel durch. Will ich mir Zeit nehmen? Könnte ich machen. Theoretisch. Level 4. So, langsam kommen wir zum Ende. Oh, hier ist noch ein kleines Gras. Ein kleines Grasgebiet. Und die Gegner haben alle eine andere Farbe. So eine gleich dunklere Farbe, wenn ihr das vielleicht erkennen könnt. Alle eine leicht dunklere Farbe. Das kann nichts Gutes bedeuten. Irgendwas muss passiert sein. Oder so. Ein Cutter, den können wir mal nehmen. Ich meine Videos nicht selber schneiden. So, ich will hier den Ball sein. Ich will Kirby's Pinball sein. Boing. 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 Rein. Ja, hier muss man sogar Ball sein, glaube ich. Ah, das ist so ein kleines Ball-Bini-Spiel, glaube ich. Kann das sein? Ja, wohl, nee. Nee, nee, man soll den Ballen ausweichen. Egal. Ist jetzt nicht schlimm. Ich will da hoch. Der Endboss ist, by the way, sehr, sehr schwer. Das ist jetzt nicht König DDD, den meine ich sogar gar nicht. Aber jetzt spoil ich, glaube ich, etwas zu viel. Deshalb bin ich jetzt leise, tut mir leid. Aber wir werden es ja gleich sehen. Kacke, ich bin schon wieder gestorben. Ich werde nie mehr meine 30 One-Ups erhalten. Naja, egal, ihr seht, ihr habt es ja gesehen. Ich hatte mal 30 One-Ups in dem Spiel, hatte ich noch nie. Also ja. Habe ich zumindest etwas besser gemacht im Let's Play als in meinem normalen Playthrough-Stream-Game. Ja, ich habe das Spiel irgendwie schon zweimal alleine privat durchgezockt. Nicht 100%. Doch einmal schon 100%, aber ja. Da war ich nicht so gut von den One-Ups her. Dum, dum, dum. Okay, Rainer, 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 Rainer. Wow! Oh lol, der Hintergrund verwirrt mich ein wenig. Okay, ich muss mich konzentrieren. Einen Moment bitte, Leute. Ich muss mich hier kurz konzentrieren. Ich will nämlich keinen Fehler machen. Ich will hier nicht sterben. Ha, oh, Ziel! Ziel! Rainer, Rainer, Rainer! Ich schaff die 1 nicht mehr. Oh, Ende des Let's Plays. Ich schaff die 1 nicht mehr. Nur noch die 2. Naja. Was soll's? Könnte schlimmer sein. Vorletztes normales Level. Und es fängt an mit so einem Kack. Aber sie treffen mich zum Glück nicht. Oh, oh, Wheelie! Stimmt, den habe ich noch gar nicht euch gezeigt, wie Kirby mit Wheelie aussieht. Sondern ich habe euch nur ein Artwork gezeigt in der Folge. In der vorletzten Folge muss es gewesen sein. So, hier bei dem ist es so, bei dem Boss. Der Wheelie Boss,
gegen dich gerade kämpfe, dann kann ich seine. Der schießt ja seine kleinen Dinge raus, ne? Seine kleinen Release, aber die kann ich nicht. Mit denen kann ich mich nicht verwandeln. Ich kann mich nur mit denen verwandeln, der da unten zum Beispiel hüpft. Nur mit so einem. Und nicht mit die der hier schießt, ja? Falls es irgendwie Sinn macht. Am besten nur dann angreifen, wenn er aber kurz stehen bleibt. Weil sonst ist es schwer, ihn zu treffen. Nice, wir haben ihn. So, und Really! So, wie es funktioniert, einfach drücken. Und dann werden wir zum Really. Und dann können wir auch ein wenig steuern. Nicht so viel, aber. Yeah, wir werden zum K. Okay, das ist ein interessanter Background. Oder was? Da bleibe ich kleben. Leute, das schiebt mich so nach oben. Oh, das schießt mich nach unten! Oh, lol. Ach, man sieht's jetzt hier mit den Sternen. Die Sterne zeigen einem, wo man. Kacke. Ja, mein Skill ist nicht der beste, aber. Ich denke mal jetzt mal nicht, dass das so das Allerschlimmste ist. Bitte, 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 bitte. Ah, okay, okay, okay. Nein, nein, kacke. Einfach ignorieren, einfach ignorieren, einfach ignorieren, einfach ignorieren. Okay, okay. Einfach ignorieren. Einfach kacke. Nein, no, na, okay, ich werde nach oben geschleudert. Okay, das war ganz komisch mit dem Spider, aber egal. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hui! Feuertypi. Zack. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht Bock, in diese Folge noch voll zu packen mit dem Endboss, ehrlich gesagt. Oh ja, ich hab's verkackt. Aber ich kann es nochmal versuchen, hoffe ich. Also wie brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt den Laser oder welchen brauche ich? Weil da kann ich es jetzt wirklich nicht mehr versuchen. Doch, kann ich. Ja, okay, man braucht den Laser. Das ist uns zu schwer. Wie schieße ich? So oder wie? Nee. So oder was? Ach, keine Ahnung. Muss ich das machen? Ist. Nein, muss ich nicht. Ist wahrscheinlich nur für One-Ups. Ist mir egal. Raus hier. So! Bitte war es eine 1, war keine. Das war eine 1. Krass. Ich dachte, es wäre eine 2. Oh, ich bin ja richtig krass. Bitte. Kirby ist krass. Und ein One-Up. So. Und das nächste Level, was kommt. Wird richtig, richtig episch. Denn, Leute, willkommen zurück zu Kirby's Dreamland. Das habe ich tatsächlich bei meinem Display, können wir reinschauen. Und da sind wir wieder mit einer etwas gepitchten Version von dem, ja, Kirby's Dreamland Theme. Das ist das erste Level von Kirby's Dreamland, Green Greens. Mit am Ende Wispy Woods hoffentlich. Vielleicht bekämpfen wir ihn sogar. So, ich mache jetzt mal ohne Power-Up, weil man hatte ja früher kein Power-Up gehabt. Damit konnte man noch keine Gegner einsaugen und die dann zu Fähigkeiten benutzen. Also, man konnte die einsaugen und so, und dann ist ja das Hauptfeature. Aber man hatte damals noch keine Fähigkeiten. Ich empfehle euch einfach mal ein Let's Play zu Dreamland anzuschauen. Ja, ja. Also, den ersten Teil Dreamland. Ah, jetzt sind wir, glaube ich, in Castle Lololo. Kann das sein? Weiß es gerade. Ich glaube, wir sind jetzt in Castle Lololo. Oh, ui. Dun, dun, dun. Und hier gibt es ein Secret Exit, was cool versteckt ist. Dun, dun, dun. Dun, dun. Oh, jetzt sind wir hier in diesem Strandlevel, was ich nicht mehr weiß, wie es hieß. Also ja, das ist einfach eine kleine Collection von Kirby's Dreamland. Eigentlich mega cool, wenn man mich fragt. Ah ja, 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 das gab's, das ist alles hier von Dreamland übernommen worden. Ich kann mich nämlich ja noch an allem erinnern. Das war noch Zeiten, als ich das Spiel jetzt played habe. Das ist schon ewig her, das ist vielleicht ein Jahr her oder so schon. Ja, das ist krass. Ah, jetzt sind wir in den Wolken, ja, ja. Ich weiß, die Namen leider nicht mehr, tut mir leid. Das ist von den Leveln halt. Das habe ich jetzt leider vergessen, das tut mir leid. Bitte hasst mich jetzt nicht. Tut mir leid. Schon lange her, dass ich es gespielt habe. Ah, hier ist es! Da, 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 da. Das ist nämlich das letzte Level von Dreamland. Danach kommt nämlich das Boss, dieses Boss-Rush-Level. So.
Und hier, falls ihr euch noch erinnern könnt, hier musste man nach ganz oben den Turm oder was auch immer das hier ist, erklimmen. Und, warte, ich erkläre es euch, wenn ich oben bin. Bitte lass mich in Ruhe. Okay, hier oben ist ein Mond. Früher konnte man da einfach reingehen und dann gab es da ein One-Up und ein Maxi-Tomate. Und wenn man da jetzt reingeht, ist hier einfach das Secret Exit. Und sogar das One-Up und eine Maxi-Tomate. Wie cool ist das bitte? Das hat mich halt wirklich gefreut, dass ich das herausgefunden habe. Das war cool. Vor allem, ich wusste ja von dem Mond und das habe ich halt hier am First Try gefunden, das hier. Das hat mich gefreut, das war cool. Ich dachte mir so, haben die da vielleicht was gesteckt? Dann ist das sogar ein Secret Exit. Und ich erschreiche diesmal wieder nur die zwei. So, die Folge ist jetzt 20 Minuten lang. Aber Leute, ist mir egal. Das ist jetzt eine extra Deluxe XL Edition Folge. Was auch immer.